one of the television correspondents at this news conference in which the president is there on an unannounced visit, part of a ceremonial signing of the agreement, and you see it there, one right after the other. One of the journalists jumps up, throwing the shoes at the president. Let's listen in. Ich sehe fliegende Schuhe in fliegender Wut. Kein zertrümmertes Nasenbein, aber deutliches Statement. Die Welt brennt vor Kälte. Mein Herz gefriert und verhärtet. Ich brenne und sprenge Worte zum Takt. Als wär ich glühend in ewiges Eis gepackt, der Kranke platzt. Gott gibt mir Kraft, lass mich glühen in dieser trostlosen Kälte. Meine blutende Schelte, ich spiele blutige Hände. Gegen Wände rennt der Mensch sich selbst vorneweg. Den Kopf gesenkt, halb blind, vertrottelt und abgelenkt. Überflutet von Werbung, Wellen und Strahlen. Auf neueste Handymodelle warten, Schnäppchen sparen. Wir fressen alles, was Matscheiben vorflimmern. Während Fußballnationen für Tore fiebern, liegen Köpfe zertrümmert. Wen kümmert's? Ist doch weit weg von unserer hellen Welt. Träume in Trümmern, Daumen hoch. Gefällt mir in Facebook und Twittern? Du siehst das Leid in Form von hochgeladenen Bildern. Das kann doch nicht sein. Alles irreal, alles Plastik. Plastikkinder mit Wasserbauch im Staub. Verhungern, Gummifrauen geschlagen, vergewaltigt und verkauft. Marzipan, Pumpkin und Himbeersaft im Amoklauf. Der Pixelmensch wacht nicht auf. Taub, blind und stumm, perfektes Gehirn für Werbung. Musik, Entertainment, 80% sexistisch, primitiv, inhaltslos. Die Menschen werden die Lenden abwärts gepolt. Globale Gewalt, Aufschwung und neue Dimensionen, Wirtschaftswachstum, Grenzen und ziellos. Von Kaugummi bis Rüstungsindustrie. Der Profit finanziert den schmierigsten Ölfilm aller Zeiten und der Mensch führt Regie. Im Kessel von Schulden, Zinsen, Wucher und Krediten, Bodeln, Giftblasen, zersessen wie Giftgas, wir frieden die Straßen von Bagdad, gepflastert mit Projektilen. Allahu Akbar. Das heißt, sie schöpfen Kraft aus ihrem Glauben, denn sie haben doch sonst nichts, nur Hoffnung auf eine bessere Welt. Eine bessere Welt. Eine bessere Welt, ohne explodierende Splitterbomben und Granaten, Einkaufspassagen, konstanter Nachschub in Form von Munition zum Nachladen. Menschenrechte, Resolutionen, Abkommen, Gesetze, überflüssige Papierverschwendung, was? Verspricht der Papst Rettung? Oder inshallah legt das Schicksal komplett in Allahs Hand? Alter, die Welt wird niedergebrannt. Ein Ziel und Dutzende Frauen und Kinder als Kollateralschaden. Das Grauen hat keinen Namen, nur die Farbe rot. Es geht hier um Tod und Tod, Brot und Brot. Ich sehe Schwarz, Kongo und Not. Dass niemals dann voller Kindersoldaten im Namen von Kultan mit Macheten Hände abschlagen. Bloß weg vom Boden zu Business Class, iPhone, Primova, Koffer, Gucci, Schal. Madame beschwert sich über schlechten Service. Na, das nächste Mal wird's besser gemacht, schwuler Steward. Grinsen und lachen, innerlich verfaulte Grimassen. Arbeitssuchend, frisch rasierte Affen. IT Senior Executive Key Account Trainee Administration Audit Consultant. Mein Leben wird zum Lebenslauf. Referenzen, Passfotos, Softskills, Zeugnis, Zertifikate. Ach, ich scheiß auch auf. Sehr geehrter Herr Mete, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Sie nicht in die engere Auswahl der Bewerber nehmen konnten. Die Menschen, die man lieben soll, sind ja selber so, dass sie nicht lieben können und darum keineswegs so liebenswert. Vielleicht ist die Wärme unter den Menschen, nach der alle sich sehnen, außer in kurzen Perioden und ganz kleinen Gruppen, vielleicht auch unter manchen Wilden, bis heute überhaupt noch nicht gewesen. Spreche, als gäbe es keinen Morgen und sterbe zuletzt. Ich bin Hoffnung, ich bin Wahrheit, ich bin der beste Beweis Gottes. Denn ich bin nichts außer Wort und Tat. Und doch das gesamte Universum, so wahr Gottes war. Streu Sternenstaub aus meinem Kosmos, ich bin Beat-Poet. Alchemist, verwandle reines Wort in scharfkantig brillante Statements. Zum Aufwachen der Massen lass ich Traum blasen, in rosa Glassplitter zerplatzen die Triebseele des schlafenden Kranken. Unter Denkdruck verdampfen, mein Kampf ist das große Erwachen. Schüler, Student, Rentner, Hartz IV, Zeitleihe, Arbeitssklave. Reckt die Faust hoch, biegt den Buckel gerade. Revolution von unten nach oben, WAZ aus dem Dreck ans Licht. Kind des Zorns, der mit dir das Wort wie Brot bricht. Gott will nicht mich strafen, kann halt Scheiße drücken. Mein Gott, hilf mir!